Hallöchen und Servus YouTube, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer Mod-Vorstellung heute vom Klaas Cargos 9500, einem recht futuristischen und sehr großen Ladewagen von Klaas. Ja, was mich überrascht hat, dass der wirklich kein Umbau ist, sondern halt wirklich zum großen Teil komplett umgebaut wurde bzw. neu aufgebaut wurde. Also es ist kein Reskin vom Strautmann oder sonstiges. Er ist wirklich bei vielen Sachen neu entstanden. Wobei wir hier gleich mal bei einem bisschen einen Abstrich wären, weil hier finde ich hier die weißen Platten jetzt nicht so ganz toll aussehen. Aber ansonsten hier vorne haben wir das Pickup mit roten Reifen. Hier haben wir die Trelleborg-Reifen, die finde ich ein bisschen zu dunkelrot sind, die Felgen. Ansonsten wie gesagt hier, es tut mir leid, dass das Licht so hell ist, müssen wir auf die andere Seite gehen, dann sieht man es besser. Gut, die Textur ist hier jetzt auch in Ordnung, so bei 3 bis 4 Sternen. Nicht bombenmäßig, aber in Ordnung. Das Modell als Ganzes sieht gut aus. Hier haben wir das Logo 9500 Cargos und oben hier das Klaas-Logo, das leider ein bisschen rumblinkt und sonst was, aber okay, das ist zu verschmerzen. Es müsste nur noch alles funktionieren, dann wäre das echt ein guter Mod. Schauen wir uns vielleicht mal kurz die Beschreibung im Shop an. Das wäre ganz hilfreich, glaube ich. Wo ist er hier? Ladewagen, da ist er, Klaas Cargos. Ich finde, das Bild kann man absolut lassen. Das Logo ist perfekt, schön scharf. Beschreibung passt hier vollkommen. 85.000 Euro. Ja, für so einen großen Ladewagen darf man schon ganz schön hinblättern. 105 Euro Unterhaltskosten. Fruchtsorten sind Häckselgut, Gras, wahrscheinlich auch Mischfutter, Stroh, Heu und so weiter. 44.000 Liter Kapazität. Arbeitsbreite 3,80 Meter. 3,80 Meter breites Pickup. Das finde ich extrem geil. Der nimmt also wirklich auch die Doppelschwaden und allerbreitesten Schwaden mit. 280 PS werden benötigt, ja, das ist nicht wenig für so einen großen Ladewagen. Aber wenn ich immer vergleicht, das Pickup ist mehr als doppelt so breit als das Vermengele. Und das ist halt schon geil. Jetzt probieren wir es aber einfach mal. Ich bin da immer echt gespannt. Ansonsten haben wir hier keine Funktionen, nur die ganz normalen Funktionen, aber okay. Tut mir leid, dass es gerade ein bisschen leckt. Das ist der Performance auf der Karte zu verschulden. So, jetzt sind wir da. Wir senken das Pickup. Anschalten, dreht sich alles hier wunderbar. Die Innenansicht habe ich vergessen zu zeigen. Hier passt auch alles gut an. Die Seitenwände sind schlicht, passt. Aber hier das Pickup, das dreht sich auch die Walze hier hoch. Und hier die Ketten drehen sich auch nach hinten. Also das passt alles. Und ihr seht schon hier, das Aufladen klappt wunderbar. Ich fahre jetzt einfach absichtlich mal mittig. Okay, seht ihr, dass es funktioniert. Jetzt fahre ich mal ein bisschen neben der Spur. Seht ihr, selbst hier nimmt er, ja okay, nimmt nicht alles mit, fast alles. Hintere und vordere Achse sind Lenkachsen, das ist auch geil gemacht worden. Ansonsten, wie gesagt, das Pickup ist, ja, kennt man halt vom LS standardmäßig, der Einzug eben auch. Aber wie gesagt, ja gut, die Filmplan passt auch. Finde ich hier mit 4 Sternen eigentlich ganz gut bewertet, den Mod. Wie gesagt, an der Textur ist noch ein bisschen verbesserungswürdig. Ansonsten funktioniert er so, wie er soll. Ein toller Ladewagen. Jetzt probieren wir noch kurz, ob es Licht geht und Blinker. Ja, funktioniert. Blinker funktionieren auch. Lock kann ich immer noch nicht aktivieren. Okay, das war's von mir, Freunde. Macht es gut. 4 Sterne für den Klaas Cargos 9500. Tschüss.